Ja, ich freue mich sehr, Gregor Wiedemann heute hier vorstellen zu dürfen. Er ist Politologe, Mitarbeiter im Projekt Postdemokratie und Neoliberalismus der Uni Leipzig. Das sind natürlich gleich zwei Schlagwörter, über die man wahrscheinlich auch beliebig lange sprechen und eben auch forschen kann, deswegen auch im Projekt. Was ich spannend fand, dass er Mitgründer des Vereins Engagierte Wissenschaft ist. Denn wenn wir etwas hier auch sind, dann ist es genau das, also Wissenschaftler, die auch politisch, aktivistisch unterwegs sind. 2011 hat er Regieren mit Datenschutz und Überwachung informationeller Selbstbestimmung zwischen Sicherheit und Freiheit publiziert. Und heute wird er uns, ich weiß nicht, wie technisch es wird, also wir wurden ja schon gefragt, wir sind eine Informatikerveranstaltung, wo bleibt die Technik? Es geht immerhin um Text Mining und freue mich sehr auf deinen Vortrag, Gregor. Ja, vielen Dank für die Vorstellung und auch vielen Dank für die Einladung zu dieser spannenden Konferenz. Ich habe mich sehr gefreut, hier vortragen zu dürfen und hatte überlegt nach der Anfrage, okay, worüber möchte ich sprechen? Ich beschäftige mich im Rahmen der schon erwähnten Tätigkeit im Verein Engagierte Wissenschaft und speziell dort im Forum für kritische Rechtsextremismusforschung gerade ohnehin ein bisschen mit der Geschichte des Verfassungsschutzes. Und in meiner alltäglichen Arbeit benutze ich computergestützte Verfahren der Textanalyse. Und da kam ich auf die Idee, okay, das könnte ganz nett sein, beides mal zu verbinden. Darum auch dieser Titel, der ja relativ viele Schlagworte versammelt, die vielleicht bestimmte Assoziationen oder Erwartungen wecken. Mal gucken, wie es klappt. Also Skandal, Reform, Weitermachen, eine Analyse der Geschichte des Verfassungsschutzes mithilfe von Textmining. Darum wird es in der folgenden halben Stunde gehen. Und der Ausgangspunkt, warum ich mich überhaupt angefangen habe, ein bisschen näher damit zu beschäftigen, ist halt der unsägliche NSU-Skandal. Wir kennen alle die Geschichte relativ gut. 2011 hat sich das Terrornetzwerk Nationalsozialistischer Untergrund quasi selbst enttarnt. Die jahrelange Raub- und Mordserie von Neonazis, die im Untergrund gelebt haben und von einem Netzwerk unterstützt wurden, ist angeblich vom Verfassungsschutz nicht entdeckt worden. Und in mühevoller Kleinarbeit in Untersuchungsausschüssen und von Journalistinnen und Journalisten ist aber über die letzten Jahre bekannt geworden, dass der Verfassungsschutz doch erheblich nah dran gewesen sein muss in vielen Fällen an dieser Terrorzelle. Und als Frühwarnsystem für die Demokratie, die der Verfassungsschutz ja seinem Auftrag nach gerne sein soll, kommt der NSU-Untersuchungsausschuss zu dem Schluss, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz schlicht versagt hat in dieser Funktion. Dasselbe kann man für die Landesämter für Verfassungsschutz sicherlich ganz genauso konstatieren, die entsprechend involviert sind in den Skandal. Und diese Formel hier, dieses kurze Zitat aus dem NSU-Untersuchungsausschussbericht, bringt es im Prinzip auf den Punkt, dass dieser NSU-Skandal eben das Versagen des Geheimdienstes in seiner eigentlichen Funktion nochmal ganz deutlich klipp und klar zum Ausdruck bringt. Das ist sozusagen der eine Aspekt für diesen Vortrag. Und der zweite ist die NSA-Debatte, die eben seit anderthalb Jahren tobt, bei der es auch sehr darum geht, dass eben große Datenmengen nicht nur eingesammelt werden, sondern eben auch ausgewertet werden mit Hilfe von Technologien wie Data Mining, Text Mining und so weiter. Darüber haben wir eine ganze Menge gelernt, wie das sozusagen technisch funktioniert, in bestimmte Computersysteme einzudringen und sich diese Daten zu beschaffen. Es ist aber relativ wenig verbreitet Information darüber, was jetzt die Auswertung zum Beispiel anbelangt. Und da ist vielleicht die Idee, okay, versuchen wir doch mal, so ein bisschen diese Beobachterperspektive umzudrehen und untersuchen doch mal mit solchen Verfahren der Analyse von großen Datenmengen, also Schlagwort Big Data ist ja auch gerade im öffentlichen Diskurs in aller Munde, versuchen wir doch mit solchen strukturentdeckenden Verfahren und Textanalyseverfahren mal ein bisschen den Verfassungsschutz unter die Lupe zu nehmen.
So, was kann man denn überhaupt, wenn man sich den Verfassungsschutz da näher angucken will, an Daten analysieren? Also wir gucken erstmal auf den September 1950. Die westlichen Alliierten lockern das Besatzungsstatut und gestatten der Bundesrepublik neben der Gründung des BKA auch die Einrichtung eines Inlandsgeheimdienstes. Noch im selben Monat verabschiedet der Bundestag das längst vorbereitete Bundesverfassungsschutzgesetz. Wir haben also die Behörde von 1950 an arbeitend und es gibt eben auch einen öffentlichen Diskurs oder eine öffentliche Berichterstattung, eine öffentliche Begleitung dieser Behörde seit diesem Punkt. Am Anfang noch recht zögerlich, recht wenig und man hat sich natürlich auch als Geheimdienst selbst natürlich darauf verständigt oder sich selbst so verstanden, dass man eben vor allem im Geheimen zunächst operiert, dass man auch eigene Öffentlichkeitsarbeit betreibt, ist erst eine Erscheinung, die Mitte der 70er Jahre aufgekommen ist. Nichtsdestotrotz gibt es öffentliche Berichterstattung und die ist mittlerweile auch ganz gut zugänglich für diesen langen Zeitraum. Also die Verlage der großen Zeitungen in Deutschland haben in den letzten Jahren Geld in die Hand genommen für die Retrodigitalisierung ihrer alten Ausgaben. Vom Spiegel und von der Zeit sind tatsächlich seit Gründung dieser Zeitungen Ende der 40er, Anfang 1950er Jahre die kompletten Archive online gestellt und sogar frei zugänglich und einsehbar. Da kann man sich jetzt mit Hilfe von Skripten für das Webcrawling dann tatsächlich eben auch größere Datenmengen für sozialwissenschaftliche Analysezwecke zum Beispiel herunterladen und dann ein bisschen näher in diese Texte reingucken. Und für den Spiegel und für die Zeit habe ich das jetzt mal gemacht und präsentiere hier so ein paar kleine exemplarische Ergebnisse von Analysen auf den folgenden Folien, die ich da gemacht habe. Also für den Zeitraum 1950 bis 2011 finden sich 2912 Dokumente im Archiv des Spiegel und in der Zeit haben wir 2166 Dokumente, also rund 5000 Dokumente. Am Ende 5000 Zeitungsartikel, die sich mit dem Verfassungsschutz in irgendeiner Form beschäftigen, die entsprechen etwa oder enthalten etwa 50.000 Absätze und 200.000 Sätze oder 2,8 Millionen Einzelworte, die da drin vorkommen. Wenn man das Ganze mal so ein bisschen quantifiziert, das ist noch nicht so ganz richtig Big Data, aber es geht so langsam in die Richtung. Und die Strukturen oder die Funktionsweisen lassen sich daran schon ganz gut aufzeigen. So, was ist jetzt Textmining, was ja auch im Titel angekündigt ist? Das lässt sich erstmal breit und allgemein definieren. As a set of computer-based methods for a semantic analysis of text that help to automatically or semi-automatically structure text, particular very large amounts of text. Also es geht um die semi-automatische oder automatische Strukturierung und das Entdecken von Strukturen in sehr großen Textmengen. Und dafür nimmt man in zwei verschiedenen Zugangsweisen entweder linguistisches Wissen an oder man kann statistisches Wissen benutzen über sprachstatistische Modelle. Und gerade letzterer Ansatz ist etwas, was halt in den 90er Jahren sich in der Informatik in diesem Teilgebiet durchgesetzt hat. Also vorher hat man versucht, über regelbasierte Ansätze Sprache zu modellieren, die dann in komplexen regelbasierten Modellen versucht haben, Semantik auszuwerten. Das hat man nie vollständig und widerspruchsfrei gut hingekriegt und es war sehr, sehr aufwendig. Und Anfang der 90er Jahre hat sich dann die distributionelle Semantik quasi durchgesetzt, so nennt sich das. Und das ist einfach tatsächlich der basale Ansatz, erstmal Text nicht als eine Aneinanderreihung von Strings zu verstehen, sondern tatsächlich Text als eine Art Vektor zu modellieren. Und dazu baut man sich aus Textmengen dann solche Konstrukte wie die hier kurz schematisch abgebildete Term-Dokument-Matrix oder Wort-Dokument-Matrix, die dann zum Beispiel in meinem Fall 5000 Dokumente enthält und für ca. 120.000 Wortformen, verschiedene Wortformen, die in dieser Textkollektion vorkommen. Dann so Zählungen, wie oft jedes Wort in einem Dokument vorkommt. Man kann auch statt Dokumenten natürlich Absätze oder Sätze hier rein modellieren und verschiedene Filterungen und Aggregationen dann vornehmen. Und auf diesen Datentypen
die dann natürlich sehr, sehr große Datenobjekte sind, lässt sich dann eben alles Mögliche in Richtung Data Mining anwenden. Das Ganze ist auch einigermaßen linguistisch fundiert, indem über die Hypothese, dass Bedeutung schlicht nichts anderes ist als eine Funktion über Kontext von Begriffen, dass man dann sozusagen auch über diese Messung dieser Kontexte eben mit dieser statistischen Variante der distributionellen Semantik eben an Bedeutungsstrukturen herankommt. So, dann machen wir eben so ein bisschen Textstatistik und gucken uns als erstes erstmal nur die Verteilung von Dokumenten über den Verfassungsschutz in diesen beiden Zeitungen, in diesen beiden Magazinen über die Zeit an. Und da ist schon mal sehr auffällig, okay, wir haben hier sehr, sehr viele Spitzen im Zeitverlauf, die sozusagen so grundsätzlich erstmal so ansteigen, auch so, oder diese ganze Kurve erstmal grundsätzlich ansteigt. Das ist schon mal ein ganz interessanter Befund. Okay, also die Berichterstattung über den Verfassungsschutz nimmt in diesen Medien offensichtlich im Zeitverlauf zu und sie schwankt aber sehr, sehr stark in Abständen von so im Schnitt vielleicht so 5 Jahren oder 6 Jahren sehr stark. So, und wir kennen auch schon 2 Ereignisse. Also wir haben in 2011 den NSU-Skandal und 1950 eben die Gründung des Verfassungsschutzes, wo das Ganze mit der Berichterstattung losgeht. Und jetzt ist es natürlich interessant zu gucken, okay, was sind denn hier diese Peaks? Worum geht es denn da, wenn diese Kurve so nach oben ausschlägt? So, da kann man erstmal einen ganz simplen Zugang wählen, sowas wie Keyterm Extraction oder Terminologie Mining. Und dabei geht es einfach schlicht darum, so eine Art Informationsextraktion zu betreiben, nämlich bedeutungstragende Begriffe aus einem Dokument oder aus einer Textkollektion zu identifizieren. Und das eben automatisch, um da sozusagen so ein bisschen die semantische Struktur von diesen Kollektionen zu beschreiben. Und das ist jetzt der ganz banale, einfache Ansatz, mal einfach nur die Worte zu zählen und zu gucken, okay, wie oft kommen denn bestimmte Worte vor? Und dann habe ich das hier mal so dargestellt als so eine Art Wortwolke, wo man dann irgendwie die häufiger vorkommenden Worte, also für die Top 40 der Begriffe, die jetzt in dieser Kollektion drin vorkommen, sieht, okay, die größer geschriebenen Worte kommen halt am häufigsten vor und die etwas kleineren dann weniger häufig. Und man sieht aber sowas wie irgendwie müssen, deutschen Land, ja, DDR groß. Also das ergibt noch nicht so richtig viel Sinn. Oder man kommt noch nicht so richtig an irgendeine semantische Struktur hier ran. Und das liegt unter anderem auch daran, dass Sprache spezifische Verteilungseigenschaften hat, nämlich dass die häufigen Begriffe jetzt nicht die Begriffe sind, die tatsächlich irgendwie ganz besonders bedeutungstragend für einen Text sind oder für eine Kollektion. Insofern ist sozusagen der Ansatz über Frequenz hier einfach nur Worthäufigkeiten zu messen schon mal nicht ganz so sinnvoll. Was macht man da in der Computerlinguistik gemeinhin? Also da gibt es dann unter anderem den Ansatz, sich Vergleichskorpora herzunehmen. Also man nimmt irgendeinen allgemeinen Textkorpus, zum Beispiel die Wikipedia oder Auszüge aus der Wikipedia und zählt einfach alle Begriffe da drin und guckt dann sozusagen in seinem Zielkorpus, in meinem Fall eben die Verfassungsschutzdokumente, okay, was für Begriffe sind da drin? Und dann messe ich jetzt einfach statistische Abweichungen. Und die Begriffe, die besonders statistisch signifikant häufiger vorkommen in meinem Zielkorpus, die sind dann sozusagen die bedeutungstragenden Begriffe. Da kommt dann so eine Wortwolke raus, das ist schon vielleicht ein bisschen aussagekräftiger. Okay, wir haben hier irgendwas noch mit RAF drin stehen auf einmal und Verfassungsschützer, DDR-Staatsverdacht. Aber so richtig, da kann man jetzt sozusagen mit solchen Darstellungen irgendwie und so einem groben Ansatz noch nicht viel anfangen. Also, dritte Idee, wir suchen einfach erstmal alle Begriffe, weil ich habe schon so eine kleine Idee, worin es in diesen Peaks gehen könnte. Wir suchen mal nach bestimmten Begriffen, die Teilworte enthalten. Und das kann man zum Beispiel über reguläre Ausdrücke machen und aus den 120.000 verschiedenen Begriffen, die überhaupt in dieser Kollektion vorkommen, lasse ich mir dann einfach mal über einen regulären Ausdruck alle raussuchen, die irgendwas mit Skandal oder mit Affäre oder mit Panne enthalten. Und da gibt es dann eine schöne lange Liste, die hier nicht komplett draufgepasst hat. Sowas wie Affäre, Skandal, Panne, Skandalös, Spiegelaffäre, Abhöraffäre, Spionageaffäre, Guillaume-Affäre, Staatsaffäre, Abhörskandal, Korruptionsaffäre, Plutoniumaffäre, Spionageskandal, Traube-Affäre, V-Mann-Affäre. So, das ist schon mal ganz interessant. Okay, was kann man jetzt, wie kann man sozusagen jetzt diese Begriffe wieder sinnvoll in diesen Zeitverlauf einordnen und gucken,
wo spielt denn was davon eine Rolle? Also wir können erstmal wieder gucken, einfach wir zählen einfach wieder alle Dokumente, die mindestens einen dieser Begriffe enthalten. Und da kriegen wir schon mal eine Kurve raus, die ist, verläuft so ein bisschen unterhalb der ersten Zählung der Dokumente. Aber die Struktur oder der Kurvenverlauf ist korreliert massiv mit den Dokumenten insgesamt. Also wir haben so ein bisschen schon mal eine kleine Bestätigung der Hypothese. Okay, es geht offensichtlich in diesen Spitzen der Berichterstattung immer wieder um irgendwelche Skandale der Behörde. Und um was für Skandale es jetzt genau geht, kann man sich dann nochmal irgendwie über eine Heatmap zum Beispiel visualisieren. Da trägt man jetzt ab im Laufe der Zeit, wie häufig habe ich denn einen dieser Skandalbegriffe in den Dokumenten für jeweils ein Jahr gezählt. Und diese Zeitabtragung sozusagen, genau, und je häufiger ich ein Dokument gezählt habe, umso tiefer rot wird sozusagen so ein Kästchen hier gemalt in dieser Heatmap. Und wir sehen, okay, wir haben irgendwie Spionageskandale, so irgendwas um die in den 70ern irgendwie. Dann gibt es zum Beispiel die NSU-Affäre, die tatsächlich da 2011, 2012 ausschlägt. Über die Ionen-Affäre ist irgendwas als allererstes in diesen Daten enthalten, die hier irgendwie für die 60er Jahre offensichtlich aber hier noch eingetragen oder zu Buche schlägt. Und dann gibt es sowas wie die Traube-Affäre 77 und so weiter. Und das erlaubt mir jetzt schon mal, okay, kann ich anfangen, für diese einzelnen Ereignisse hier Labels an diese Peaks ranzuschreiben. Und dann sehen wir, okay, ja, wir finden sowas wie die Vulkanaffäre als allererstes und das ist so um 53 rum. Dann geht es ein Jahr später mit der Ionenaffäre weiter, dann die Telefonaffäre mit einem sehr großen Ausschlag, 63. Die Guillaume-Affäre, die ja auch heute immer noch ab und zu mal erwähnt wird, irgendwann Mitte der 70er. Abhörskandale, die Barschel-Affäre, Tiedtke-Affäre, V-Mann-Affäre in 2001 und eben ganz am Ende noch unsere NSU-Geschichte, von der wir auch gestartet sind. So, jetzt will ich aber nicht nur wissen, was da sozusagen so die Affärenbegriffe waren, sondern eigentlich will ich schon noch so ein bisschen die ganze Geschichte dahinter mehr durchleuchten. Und das kann man machen, indem man sich eben Themenstrukturen und Bedeutungsstrukturen aus diesen Daten rauszieht. Und dazu gibt es zwei schöne Verfahren, nämlich einmal Topic-Modelle. Das sind probabilistische Modelle, die Themen innerhalb einer Textkollektion als Verteilung über dem Vokabular modellieren. Also man kriegt so eine Art Clustering von Dokumenten am Ende einfach daraus, was dann so eine Art thematische Clusterung ist. Und man weiß für jedes Dokument dann zum Beispiel, das enthält jetzt Thema XY oder Topic XY zu so und so viel Prozent, also zu so einem Anteil. Und Kokurrenzanalysen wiederum sind für die Identifikation von überzufällig häufig miteinander auftretenden Begriffskombinationen sinnvoll. Also da kann man dann messen sozusagen zu einem Begriff, wie oft kommt der zum Beispiel in einem bestimmten Kontext, in einem bestimmten Satz oder Absatz mit einem anderen Begriff vor. Und aus diesen Zählungen und einer statistischen Signifikanz, die man berechnen kann, kann man dann eben typische Begriffskombinationen identifizieren, die eben, wie schon eingangs erwähnt, eine Aussage über Bedeutungsstrukturen oder Bedeutung und Semantik zulassen. Und das kann man sich hübsch als Graphen visualisieren, diese gemeinsam auftretenden Begriffe miteinander, die dann so typische Sprachgebrauchsmuster visualisieren. Und ich habe da jetzt für die folgenden Folien immer beides zusammengepackt. Also über Topic-Modelle quasi so eine Art thematischen Zusammenhang von Dokumenten identifiziert. Und innerhalb dieser Dokumente, die diesen thematischen Zusammenhang aufweisen, lassen sich dann eben diese Kokurrenzen als Graphen visualisieren. Und dazu kriegt man dann unter anderem für die Telefonaffäre 1963 ein Bild, was folgendermaßen aussieht. Man erkennt hier quasi Knoten in diesem Graphen, die halt einzelne Begriffe darstellen und Kanten zwischen diesen Begriffen, also die Linien dazwischen, die sind sozusagen dann eine Information darüber, okay, diese Begriffe hier kommen überzufällig häufig gemeinsam innerhalb eines Satzes miteinander vor. Und die Größe dieser Punkte ist dann auch noch so ein Hinweis darauf, wie häufig sozusagen dieser Begriff vorkommt, beziehungsweise wie mit wie vielen anderen Begriffen er solche typischen Kontexte teilt aus dieser Thematik.
Und da werden so ein paar Bedeutungsstrukturen dann sichtbar. Wir haben hier oben so ein Cluster, wo es irgendwie um Post, Fernmelde, Geheimnis, Grundgesetz, Beschränkungen, Gesetz, Telefonkontrolle, Briefe öffnen, abhören und so weiter geht. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich dann das erste Mal auch wirklich irgendwie in so ein Dokument reingucken muss und mal nachlesen muss, worum es denn da gegangen ist. Dazu hilft mir aber auch sozusagen dieses Topic-Modell am Ende wieder weiter, weil diese Topic-Modelle mir eine Information darüber geben, zu welchem Anteil sozusagen dieses Thema, was hier dargestellt ist, in einem Dokument enthalten ist. Und da kann ich mir eine geordnete Liste draus generieren lassen und dann lese ich einfach die Dokumente von 1963 zum Beispiel, die dieses Thema als größten Anteil mit enthalten und kann dann relativ schnell mir mal so ein Bild machen, was ist da passiert. Und das habe ich mal in so einer kleinen Erzählung dann für die folgenden Grafiken zusammengefasst, die natürlich irgendwie, also man könnte zu jedem dieser Skandale dann ausschweifend viel mehr erzählen, aber hier sozusagen mal die wichtigsten Aspekte zusammenfassen soll. Und für die Telefonaffäre ist das dann folgende Geschichte. In die Amtszeit des zweiten VS-Präsidenten Hubert Schrübers fällt die Telefonaffäre. 1963 wird bekannt, dass sich der VS jahrelang mit Unterstützung befreundeter ausländischer Geheimdienste über dieses Grundrecht des Telekommunikationsgeheimnisses hinweggesetzt hat und verdächtige Post eben kontrolliert hat und Telefone abgehört hat. Die Abhörpraxis der Nachrichtendienste wird erst 1968 durch das G10-Gesetz nachträglich legalisiert. Und bis dahin hatte man im VS eben eine relativ kreative Lösung gefunden. Man hat entweder sozusagen über die befreundeten Dienste das Ganze machen lassen oder man hat einfach gesagt, für das Briefeöffnen zum Beispiel, man könnte ja irgendwie damit Gegenstände verschicken. Und wir haben ja so ein Zollrecht und im Zollrecht muss man ja gucken können, irgendwie was wird so verschickt irgendwie und geht rein und raus ins Land und so. Also hat man Briefe nach dem Zollrecht geöffnet. Das war natürlich auch großer Unsinn. Aber Hubert Schrübers konnte damals diese Affäre noch im Amt überstehen. Er ist dann erst 1972 vorzeitig in Ruhestand geschickt worden als VS-Präsident, weil nämlich seine Verstrickungen in die Nazi-Justiz offenkundig geworden sind. So, dann zweites Beispiel, Traube-Affäre. Der VS verwanzt ohne Gerichtsbeschluss den Atomwissenschaftler Klaus Traube und informiert dessen Arbeitgeber in der Atomwirtschaft über die Maßnahme. Wegen des Verdachts der Verwicklung in terroristische Aktivitäten wird Traube daraufhin entlassen. Die Überwachung kann den Verdacht nicht erhärten. Er gründete auf Bekanntschaft Traubes zu Menschen im linken Milieu. Über den Whistleblower Karl Dirnhofer, der Beamter beim Bundesamt für Verfassungsschutz ist, und Hans-Georg Faust wurden wegen Geheimnisverrats bzw. Beihilfe hierzu angeklagt. Dirnhofers Hauptverfahren wurde nicht eröffnet, weil die zu seiner Überführung vorgelegten Beweise ebenfalls aus einer unzulässigen nachrichtendienstlichen Telefonüberwachung stammten. Fausts Hauptverfahren wurde eröffnet, jedoch wurde er vom Landgericht Bonn freigesprochen. Also diese Zusammenhänge kann man sich dann sozusagen nicht so ganz direkt aus diesen Graphen immer erschließen, aber man hat sozusagen hier schon einen Anhaltspunkt, wohin die Geschichte geht und wie man das Ganze vielleicht in einem Zusammenhang sehen kann. Dann klappt das nicht immer ganz perfekt mit dieser thematischen Auftrennung. Diese Topic-Modelle können auch mal Sachen zusammenhauen aufgrund von bestimmten Begriffsähnlichkeiten in den Dokumenten, die vielleicht doch nicht so viel miteinander zu tun haben. In diesem Fall ist nämlich sozusagen die Affäre um das Zeller Loch und die Spielbankenaffäre zusammen in ein Thema reingerutscht. Wahrscheinlich so ein bisschen, weil das jeweils in Niedersachsen stattfand oder irgendwie ähnliche Personen teilweise beteiligt waren. Die Geschichte vom Zeller Loch ist die folgende. Der niedersächsische Verfassungsschutz lässt durch die GSG 9 ein Loch in die Außenmauer der JVA Celle sprengen. Ziel der Aktion ist es, durch Vortäuschen einer Befreiungsaktion V-Männer in die Unterstützerkreise der RAF zu platzieren. Anträge auf Hafterleichterung des in Celle inhaftierten mutmaßlichen RAF-Mitglieds Sigurd Devus werden mit Verweis auf den Anschlag abgelehnt. Infolge eines Hungerstreiks stirbt Debus 1991 in der Haft. Dass der VS hinter der gescheiterten Befreiungsaktion steckt, wird aber erst 1968 aufgedeckt. So, und vielleicht noch eins aus jüngerer Zeit, die V-Mann-Affäre. Viele erinnern sich bestimmt noch an 2001, NPD-Verbotsverfahren. Und zwar gibt es schon lange eine
interne Kritik innerhalb der Sicherheitsbehörden. Seit 1997 hat das BKA zum Beispiel massiv in einem internen Brandbrief die V-Mann-Praxis des Verfassungsschutzes kritisiert, dafür, dass V-Männer über die Spitzelgehälter, die sie kassieren, die Szene aufbauen und finanzieren, darüber, dass die polizeiliche Arbeit der Ermittlungsbehörden von BKA und LKAs behindert wird, indem der Verfassungsschutz Neonazis vor Durchsuchungen warnt, dass V-Männer vor Strafverfolgung geschützt werden, weil sie vor Gerichten nicht verurteilt werden, wenn der Verfassungsschutz dazwischen schreitet und sagt, nee, der ist wichtig, den brauchen wir noch weiter zur Informationsbeschaffung oder zum Quellenschutz. Und diese V-Männer finden sich eben auch zuhauf in den Führungsetagen der NPD, die 2001 verboten werden soll. Der Antrag oder die Anträge von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung, die damals gestellt wurden, enthalten Material von mehr als 7 V-Leuten aus der Führungsriege der NPD. Und das Bundesverfassungsgericht lehnt dann 2003 diesen Verbotsantrag ab, ohne ihn inhaltlich geprüft zu haben, aufgrund der Begründung oder mit der Begründung, dass der NPD bzw. der Führungsriege hier sozusagen eine mangelnde Staatsferne unterstellt wird oder nicht unterstellt werden kann. Wiederum, nein. Also sozusagen der Staat sozusagen in die Willensbildung der Partei über die V-Leute so massiv eingegriffen hat, dass das Gericht nicht mehr unterscheiden konnte, okay, was hat jetzt eigentlich der VS diktiert in diesem Verbotsantrag und was hat vielleicht die Partei selbst gemacht. So. Das Ganze muss man dann aber nicht unbedingt so auf Themen beschränken, sondern können wir uns noch ein paar Personen genauer angucken. Wir haben den Innenminister Helmut Höcher, der in der Telefonaffäre von 1963, die wir kurz hatten, berühmt geworden ist für ein Zitat, was sich hier in diesem Graphen ganz gut abzeichnet. Hier gibt es nämlich unten dieses komische Grundgesetz herumlaufen Arm. Und tatsächlich hat er 1963 dann in einer öffentlichen Erklärung behauptet, die Verfassungsschützer könnten ja schließlich nicht den ganzen Tag mit dem Grundgesetz unterm Arm herumlaufen. Dann gibt es den Fall von Helmut Röwer. Helmut Röwer war Verfassungsschutzpräsident in Thüringen von 1994 bis 2001, hat er da 7 Jahre lang die Behörde geleitet und hat quasi durch seine Politik den thüringischen Heimatschutz irgendwie und das Umfeld des NSU quasi behördlich aufgebaut, könnte man beinahe sagen. Also über V-Mann-Gehälter und Infrastrukturunterstützung sowie sowas wie Telefonrechnungen, die für Nazis bezahlt wurden, Autos, die für Nazis zur Verfügung gestellt wurden und eben Spitzelgehälter sollen in diesen 7 Jahren mehrere Millionen, ich glaube, also irgendwo gelesen, bis zu 3 Millionen D-Mark in die Neonazi-Szene geflossen sein, auch über verschiedene Tarnfirmen, mit denen da operiert wurde. Zur gleichen Zeit hat Herr Röwer immer wieder vom Linksextremismus gewarnt in Thüringen. Und für diese Eskapaden, die es dann auch zum Teil in dem Amt gab, musste er dann 2001 seinen Stuhl räumen. Und genau, jetzt ist das Ganze im Zuge der NSU-Affäre nochmal hochgekocht. Also es sind wirklich dramatische Zustände offensichtlich da in Thüringen damals gewesen. Auch noch mal ganz kurz, Otto Schily kennen wir, hatten wir eben gerade sozusagen als Innenminister vor allem, der Sicherheitspakete vorbereitet hat, die dann verabschiedet wurden oder gerne Fingerabdruckdaten sammeln wollte oder verschiedene andere Sicherheitsverschärfungen und Sicherheitspolitik machen wollte. Das war aber nicht immer so. Man kann jetzt sozusagen so einen Konkurrenzgrafen sich auch einfach mal basteln für bestimmte Zeitabschnitte und sieht dann sozusagen, dass Schily vor 1989 durchaus sozusagen als Bundestagsabgeordneter der Grünen damals im Visier des Verfassungsschutzes stand. Und zwar gab es tatsächlich dann eine Affäre um einen, ich glaube, CDU-Innenpolitiker namens Herr Spranger, der den VS beauftragt hat, doch belastendes Material über terroristische Kontakte der Grünen zu sammeln und insbesondere des Abgeordneten Otto Schily. Da wurde sozusagen der Verfassungsschutz massiv instrumentalisiert, um einfach politische Gegner zu diffamieren. So, vorletzte technische
Idee, wie man noch diese Daten auseinandernehmen kann, ist Named Entity Recognition. Also wir müssen sozusagen diese Kohärenzanalysen nicht einfach auf allen möglichen Begriffen in dieser Textkollektion ausführen, sondern wir können das einfach auch nur auf Eigennamen machen. Und Eigennamenerkennung ist halt so eine Unteraufgabe oder ein Teilgebiet der Informationsextraktion, bei dem es dann darum geht, so bestimmte Klassen von Eigennamen zu erkennen, nämlich Personennamen, Organisationsnamen, Orte und so weiter. Und jetzt habe ich mal einfach mir aus allen Dokumenten Personennamen, beziehungsweise solche Named Entities, Organisationsnamen, Personennamen rausgezogen und also um mal hier diesen Big Data Aspekt ein bisschen zu visualisieren, einen Kohärenzgraphen gebaut, der darauf beruht, dass man einfach guckt, okay, welche Namen werden denn innerhalb von einem Dokument miteinander genannt und das über alle 5000 Dokumente. Da gibt es dann einen Graphen, der hat eigentlich noch viel, viel mehr Knoten als dieser hier. Also hier sind sozusagen schon 80% der Knoten rausgefiltert, also nur die wichtigsten Zusammenhänge übrig gelassen. Und das Ganze kann man dann clustern und so ein bisschen einfärben und sieht dann hier oben zum Beispiel dieses gelbe Cluster. Das ist so ein ganzer RAF-Kontext, der da aufgemacht wird. Dann dieses große, große Knäuel so in der Mitte etwa irgendwie, das rote und pinkfarbene, das ist sozusagen dieser ganze Spionage-Zusammenhang zwischen DDR, MFS und den deutschen Spitzenpolitikern von CDU, SPD. Und hier unten rechts, nee, unten links haben wir auch so ein Neonazismus-Cluster, wo dann sozusagen so rund um die NPD sich alle möglichen großen Leute aus diesem Spektrum tummeln und ganz unten links klebt dann auch der ganze NSU-Zusammenhang dran, wo dann halt die einzelnen V-Leute um Tino Brandt und die Zwickauer Zelle dann ihre namentlichen Zusammenhänge finden. Also hier könnte man sozusagen irgendwie über solche Analysen dann noch viel rausfinden über so bestimmte institutionelle oder Personenzusammenhänge. So, aber versprochen war ja nicht nur über Skandale zu reden, sondern auch über Reformen. Wir erinnern uns an die Verteilung der Dokumente über die Zeit und haben, wie gesagt, diese Diagnose des Versagens als Frühwarnsystem. Und glücklicherweise sozusagen hat die Politik erkannt, dass es ein Problem gibt und reagiert. Also der sächsische Innenminister Markus Ulbich stellt 2013 den Bericht zur Expertenkommission zur Evaluierung des Sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz vor und skizziert seine Agenda. Wir wollen einen Philosophiewechsel beim Verfassungsschutz. Unser Verfassungsschutz soll modern und serviceorientiert sein. Der Gesamtkomplex NSU hat uns allen gezeigt, dass es Verbesserungsbedarf im Verfassungsschutz in Deutschland gibt. Schöne Erkenntnis. So, dann stellt er 2013 den VS-Bericht 2012 vor und prägt dieses schöne Bonmot: guter Verfassungsschutz ist das Fernlicht der Sicherheitsbehörden. Da wollen wir hin. So, und dann ist es tatsächlich ein Jahr später schon geschafft. Der neue Bericht ist der Beweis für den erfolgreichen Philosophiewechsel beim Verfassungsschutz. Das Landesamt für Verfassungsschutz ist ein Fernlicht für die wehrhafte Demokratie. Großartig. Also, es wird jetzt alles gut. Und warum wird alles gut? Weil nämlich die Probleme erkannt wurden, die beim Verfassungsschutz existieren, bei der Kooperation der Behörden, bei der Kontrolle des Geheimdienstes und so weiter. Also wir finden in der Reformdebatte sowas wie: in dieser Lage hat der Bundesinnenminister ein paar richtungsweisende Reformen in Gang gesetzt. Die Dienste sollen sich auf reale Gefahren konzentrieren, nicht auf Ideen. Sie sollen zur Zusammenarbeit gezwungen werden und schließlich soll das Parlament mehr Einblick bekommen. Oder Reform beim Verfassungsschutz. Nach der Reform des Bundesnachrichtendienstes treibt der Innenstaatssekretär August Hannig nun auch den Umbau des BFV voran. Das Amt solle zum zentralen Nachrichtendienst-Kompetenzzentrum ausgebaut werden. Oder seit dem Vorfall ist bereits einiges an Verbesserungen eingeleitet worden, was die Zahl der unvermeidbaren Pannen verhindern müsste. Vor allem gibt es eine zentrale EDV-Kartei für Nachrichtendienste, die das Frühwarnsystem wesentlich verbessert. Oder der Bundestag hat bereits zur Zeit der Großen Koalition für eine solche Reform Vorarbeiten geleistet. Ein Ausschuss aller drei Parteien hat gefordert, die Bundesregierung solle einen koordinierenden Beauftragten für die drei Dienste einrichten oder ernennen.
oder Herr Lücke will außerdem die Richtlinien überarbeiten und ergänzen, mit denen die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, die als großes Problem beschrieben wurde immer wieder, des MAD und des BND geregelt werden soll. Und nicht zuletzt sozusagen wird auch angemahnt, dass der Bund mehr Zugriff auf den VS der Länder haben soll, unter anderem bei der Personalpolitik. Also Problem erkannt, Problem gebannt, da gibt es nur ein Problem. Das Ganze ist tatsächlich so alt wie der Verfassungsschutz selber. So, und jetzt wenden wir nochmal zum Schluss überwachtes maschinelles Lernen ein bisschen an. Das Ganze ist überwachte Klassifikation anhand von Trainingsbeispielen. Und zwar habe ich mir etliche dieser Textstellen, die diese Reformnotwendigkeit zum Ausdruck bringen oder zum Ausdruck bringen, dass eine Reform bereits erfolgreich durchgezogen wurde, annotiert, hergenommen, kodiert und einen Klassifikator damit trainiert, der mir dann für andere Sätze bzw. Absätze eine Entscheidung gibt, ja, das hier ist so ein Reformvorschlag bzw. eine Reformforderung oder nee, das hier ist eine irrelevante Stelle in deinem Textdokument. Also ich kriege über diesen Klassifikator dann am Ende semi-automatisch, weil ich den sozusagen mit handannotierten Trainingsdaten füttern muss, aber ähnliche Textstellen raus. Und dann kann ich mir das Ganze wieder über die Zeit ausgeben lassen. Also ich zähle wieder alle Dokumente, in denen ich irgendwie so eine Reformforderung finde. Und das Schöne ist, auch wenn dieses Verfahren sozusagen nicht ganz perfekt klappt, so, also die Fehlerrate ist sozusagen aber vielleicht nicht so groß, dass sie vielleicht einigermaßen vernachlässigbar sein könnte, ist so, dass es eine sehr große Korrelation gibt zwischen diesen Skandaldokumenten und in denselben Jahren entsprechend auch die Forderungen nach Reformen oder Reformbemühungen zum Ausdruck bringen. Ja, also das Ganze, wie gesagt, tatsächlich über den ganzen Zeitverlauf einfach schon so alt wie der Dienst selber. So, das ist tatsächlich das Finale sozusagen dieser Untersuchung. Also wir haben gesehen, okay, was kann sozusagen so, können so Textmining-Verfahren helfen, irgendwie so große Dokumentkollektionen von 5000 Texten irgendwie relativ schnell sich semantisch zu erschließen. Also wir haben Schlüsselterme, die wir extrahieren können, Konkurrenzmuster, Themen identifizieren, Named Entities und am Ende auch so Textstellen zu klassifizieren. Das ganze Verfahren oder diese ganze Verfahren der Informationsextraktion und Strukturerkennung finden allerdings eben tatsächlich nur die großen Auffälligkeiten in diesen Daten, also sowas, was statistisch signifikant ist. Und in dieser Makrosicht werden dann halt eben so vor allem diese großen Cluster sichtbar. Also auch diese Skandale, die jetzt hier irgendwie über den Zeitverlauf zum Beispiel mit diesen Themenmodellen identifiziert werden, sind halt die großen Skandale, die auch relativ gut in der Öffentlichkeit bearbeitet worden sind. Es gibt einen Haufen kleinerer Geschichten mehr, die aber über solche strukturentdeckenden Verfahren auch übersehen werden. Und in der Mikrosicht ist sozusagen dann die Problematik halt tatsächlich vor allem, oder würde ich die Problematik dann sehen, so wenn man eben zwischen diesen großen Strukturgeschichten und dem individuellen Einzelfall hin und her springt, beziehungsweise sozusagen so Rückschlüsse versucht, auf Einzelfälle zu ziehen, aus den Beobachtungen, die man halt auf diesen großen statistischen Aggregationen gemacht hat. Also das ist dann tatsächlich eben wahrscheinlich da der Punkt, an dem diese Technologien eben problematisch werden. Und inhaltlich kann man das Fazit natürlich ziehen bei der VS-Debatte, dass das offensichtlich alles irgendwie einen Moment der permanenten Wiederholung hat mit diesen Forderungen nach Reformen, Versuch nach Reform und dann doch nichts anderes passiert. Und deswegen sozusagen ist auch dieser dritte Punkt in diesem Titel, also Skandalreformen, nö, weitermachen, weiter so. Und man könnte vielleicht einfach noch zynisch irgendwie von 1968 dieses Zitat anbringen. Die Sozialdemokraten formulierten den Auftrag für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Alle waren sich einig, irgendetwas muss sich ändern. Dankeschön. Ja, vielen Dank.
Gibt es Fragen oder irgendwelche Unklarheiten, die beseitigt werden können oder bestärkt werden? Danke. Mich interessiert die andere Seite. Ist bekannt, wie, in welcher Form und in welchem Umfang die Dienste, die wiederum uns kontrollieren, also zum Beispiel NSA und so weiter, Textmining betreiben und vielleicht eine Idee dazu, was man tatsächlich herausbekommen würde oder könnte, wenn man beispielsweise den gesamten E-Mail-Verkehr weltweit oder was abscannt. Hat das irgendeinen Sinn? Da muss ich sagen, da habe ich auf jeden Fall keine gesicherten Informationen drüber. So irgendwie. Ich bin mir relativ sicher, dass sowas in der Richtung gemacht wird, weil es technisch geht, weil die Daten tatsächlich ja eben gespeichert werden und vorliegen oder abgeschöpft werden. Und es wäre ja sinnlos, die einfach nur auf Halde liegen zu haben. Es gibt auch einfach massive Forschungen, die von DARPA oder von vom amerikanischen Militär in dieser Richtung betrieben wird. Also die sind in diesem Bereich Natural Language Processing durchaus ein Akteur, also haben an ihren eigenen Universitäten oder Forschungseinrichtungen, die sie betreiben, eben auch Leute, die quasi zur öffentlichen Forschung in diesem Forschungsfeld aber auch eben Beiträge leisten, wo es dann irgendwie darum geht, dass man zum Beispiel so zeitliche Events aus Texten extrahieren möchte, dass man halt so weiß, wenn irgendein Ereignis benannt ist, okay, und dann steht irgendwie ein Zeitkontext da, das war gestern, letzte Woche oder sowas, dass man dann halt ein konkretes Datum zuordnet zu solchen Events und so weiter. Irgendwie, also da gibt es durchaus Forschungen, die da in der Richtung gemacht wird. Deswegen gehe ich schon auch davon aus, dass solche Verfahren grundsätzlich von den Diensten eingesetzt werden. Aber in welchem Ausmaß und Umfang und konkret kenne ich jetzt keine öffentlichen Berichte. Habt ihr versucht, diese Verfahren anzuwenden, zum Beispiel auf den Artikel, die publiziert worden sind in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, über rechtsradikale Gewalt, die in den neuen Bundesländern waren? Ich weiß noch, 90, 91, 92 waren sehr viele kleine Artikel in vielen Zeitungen darüber, über diese Überfall, jener Überfall und so, dass man versuchen könnte zu sehen, dass diese rechtsradikale Gewalt tatsächlich sehr früh eingesetzt hat und irgendwas also daraus auch abzulesen? Also das wäre sicherlich eine Untersuchung, die man auf jeden Fall gut mit solchen Daten machen könnte. Haben wir jetzt nicht gemacht so, aber das wäre definitiv eine Forschungsfrage, die sich mit solchen Methoden und den entsprechenden Daten beantworten lassen könnte. Wobei man sozusagen aber immer berücksichtigen muss, dass es hier sozusagen dieser Medienfilter, der hier eigentlich untersucht wird, ne? Irgendwie, also das, also was tatsächlich sozusagen das Ausmaß, was tatsächlich stattgefunden hat, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Man konnte ja sehr gut sehen an den Daten, dass einem Skandal dann immer dann ein gewisses Reformgerede nachfolgte. Gibt es dann auch eine Paralleluntersuchung dazu zu Gesetzgebung, also welche Paragraphen haben sich vielleicht jetzt tatsächlich darauf geändert? Ist etwas geschehen oder ist das dann irgendwo versandet? Wäre vielleicht interessant zu wissen, ob das nur Blätterrauschen war oder irgendwas passiert ist. Ja, da müsste man tatsächlich noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Das habe ich jetzt hier für den Vortrag so nicht geschafft oder gemacht. Also meiner Kenntnis nach hat sich das Bundesverfassungsschutzgesetz nicht allzu häufig geändert. Also auch diese Praxis zum Beispiel, dass Verfassungsschutzberichte herausgegeben werden, ist eine Praxis, die zwar seit 1969 vollzogen wird, so irgendwie, aber tatsächlich einen gesetzlichen Auftrag dazu gibt es erst in der Neufassung des Gesetzes von 1990. Also die haben 30 Jahre lang halt einfach so diese hoheitlichen Verrufserklärungen publiziert, ohne dass sie irgendwie dazu eigentlich beauftragt waren, irgendwie vom Gesetzgeber. Und insofern würde ich jetzt denken, sozusagen die Reformbemühungen, so wie das jetzt auch hier für Sachsen zum Beispiel mit Herrn Ulbicher der Fall ist, gehen dann eher in so Verordnungen ein, die eben auf Ministerialebene erlassen werden oder in der Bürokratieebene erlassen werden und nicht in Gesetze sozusagen sofort oder in veränderte Gesetzesgrundlagen einfließen. So. Und das ist natürlich zum Teil schwerer kontrollierbar, weil da die Datenlage irgendwie schlechter ist, beziehungsweise halt höchstwahrscheinlich tatsächlich auch einfach irgendwie Geheimhaltungsinteressen irgendwie davor stehen. Und also so in Anbetracht der Tatsache, dass sich offensichtlich diese Muster nach dem, was als Reformforderung
aufgemacht wird, nämlich Koordination der Dienste, Austausch, Verbesserung des Austauschs von Informationen, digitale Speicherung in großen Dateien und so weiter, dass sich das so eindeutig wiederholt über die Zeit, ist sozusagen irgendwie für mich ein Ausdruck dessen, dass halt eigentlich de facto nicht wirklich substanziell in den Strukturen irgendwas verändert wird. Also ich weiß auch nicht, auf was Herr Ulbich genau meint, wenn er sagt, irgendwie dieser Philosophiewechsel wäre jetzt schon da in Sachsen. Also an der Spitze des sächsischen Verfassungsschutzes steht zum Beispiel Gordian Meyer-Plath als Präsident. Das ist der ehemalige V-Mann-Führer von Carsten Czepanski alias Piatto, der als verurteilter Mörder im Gefängnis von Verfassungsschutz als V-Mann angeworben wurde, dann von Herrn Meyer-Plath jahrelang betreut wurde, durch die Gegend gefahren wurde, irgendwie Hafterleichterungen bekommen hat und am Ende eben auch den NSU zum Teil da mit unterstützt hat. Und Herr Plath hat das öffentlich bedauert, dass er sozusagen da damals sozusagen angeblich nicht einschätzen konnte, wen er da vor sich hat. Aber jetzt würde ihm das leid tun, so irgendwie. Und also kann ich nicht erkennen, dass da wirklich ein Philosophiewechsel stattfindet. Ja. Danke für den Vortrag. Ein Kommentar zu dem Vorredner. Ich fände es auf jeden Fall interessant, wenn die Ereignisse, die jetzt durch die Textanalysen hervortraten, wenn man die mit Entwürfen des Bundestages korreliert und vielleicht da sieht, was eingereicht wurde, was dann akut versucht wurde durchzusetzen. Ja, das ist tatsächlich eine ganz gute Idee. Das würde sich für so eine Analyse durchaus anbieten, dass man da einfach verschiedene Quellen hernimmt, irgendwie ähnliche Analysen macht und dann nach Korrelationen, Überschneidungen guckt. Ja. Wissen Sie, ob diese Dokumente oder die Entwürfe da kontinuierlich vorliegen? Also es gibt ja seitens des Gesetzgebers, Gesetze im Internet, eine Initiative namens Bundesgit, um da sozusagen die Änderung zu verfolgen. Wie es mit Gesetzesentwürfen ist, ist mir nicht bekannt. Wissen Sie da was? Ja, die Gesetze, dann die endgültigen Texte zu kriegen, ist tatsächlich nicht so einfach so mit zentralen Verzeichnissen. Die sind eher kostenpflichtig und auch diesen Verlauf darzustellen. Aber in der in der Bundestagsverwaltung sozusagen wird eigentlich sehr viel dokumentiert. Also es gibt immer diese stenografischen Berichte der Bundestagsdebatten und da gibt es auch Anlagen zu und die ganzen Drucksachen mit den Gesetzentwürfen und so weiter. Also da hätte man zumindest eine Chance, über diese doch recht gute Dokumentation der Arbeit des Bundestages da etliche solche Informationen zu bekommen. Und der Bundestag selber hat auch diese Retro-Digitalisierungsinitiative in den letzten Jahren vorangetrieben, also auch die Plenarprotokolle der Anfangsjahre sozusagen des Bundestages sind inzwischen eingescannt und texterfasst verfügbar. Also, ja. Nochmal auf das Thema der Dokumentation. Der Bundestag macht ja alle Gesetze verpflichtet, im Bundesanzeiger zu machen, auch die Entwürfe. Ja. Sind die digitalisiert worden und könnte man die zu so einer Daten-Big-Mining-Analyse hinzuziehen? Bin ich gerade überfragt, weiß ich nicht genau. Also so meiner Kenntnis nach sind, wie gesagt, die endgültigen Gesetzestexte zwar irgendwie in diesem Bundesanzeiger veröffentlicht, aber der hat jetzt keine API oder Schnittstelle oder Datenbank, irgendwie, die man einfach so anzapfen kann. Das gibt es eben dann tatsächlich nur kostenpflichtig bei Portalen wie Juris oder sowas, irgendwie, wo sowas irgendwie gut aufbereitet verfügbar ist und die wollen dafür eben Geld haben. Aber vielleicht weiß das jemand im Saal besser als ich. Vielleicht dann hinterher. Ich wollte noch fragen, ob sich die Methode, die du vorgestellt hast, vielleicht auch eignet, um herauszufinden, wie sich auch plötzlich neue Begriffe für den gleichen Sachverhalt durchgesetzt haben oder wie man versucht hat, durch Wording einfach eine Geschichte neu zu machen. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz ursprünglich Bundesamt für Information, für Staatssicherheit heißen sollte. Und dann hatte man irgendwie gedacht, na, das ist aber sehr negativ konnotiert und dann hat man doch Verfassungsschutz draus gemacht. Mhm. Aber inwieweit könnte man
solche Entwicklungen nachzeichnen? Also das wäre tatsächlich auch möglich, über solche Verfahren sowas versuchen, dem auf die Spur zu kommen. Also man kann über diese distributionelle Semantik und dieses Modell, was dahinter liegt, eben versuchen, oder es klappt ganz gut, synonyme Begriffe zu identifizieren, die eben in ähnlichen Gebrauchskontexten auftauchen. Und da kann man natürlich sehen, irgendwie, ob sowas wie Krieg oder militärische Intervention oder sowas dann halt irgendwie, an welcher Stelle da eben dann die Punkte sind, wo die Gebrauchsweisen umschlagen, die aber sozusagen eigentlich die gleichen Kontexte beschreiben. Noch eine letzte Frage zulassen. Ich habe noch mal eine Frage, vor allen Dingen zum methodischen Vorgehen. Du hast eingangs gesagt, das Ganze ist ein strukturentdeckendes Verfahren. Jetzt könnte man ja behaupten, anhand der Ergebnisse, die du vorgestellt hast, die zwei Strukturen, die wesentlich sind, die du entdeckt hast, sind der Skandal oder die Affäre und andererseits die Reform als Wesensmerkmal des Verfassungsschutzes über die letzten 50 Jahre in diesem Diskurs. Anhand der Dokumente, die du untersucht hast, die tauchen immer wieder auf, die hast du, ne, kannst du nachweisen. Und jetzt wäre das ja vielleicht... Vielleicht schon einhaken würde, dass ich diese, also das sind eigentlich sozusagen so Forscherinnen-Vorannahmen von mir, die ich da jetzt reingegeben habe. Ich hätte auch in Bezug auf den Verfassungsschutz natürlich andere Aspekte untersuchen können, so in der Berichterstattung. Also diese beiden Fokusse, die habe ich mir sozusagen natürlich gerade schon eher bewusst ausgesucht. Die Strukturentdeckung bezieht sich dann eher sozusagen auf diese thematische Kohärenz, die zum Beispiel über so Topic-Modelle identifiziert werden kann, oder die Cluster, die gemeinsame Nennung von Named Entities in Dokumenten hervorbringen. Wäre es denn richtig, wenn ich jetzt umformulieren würde, für diese beiden Hypothesen, die du aufgestellt hast, konntest du eine Struktur über den gesamten Zeitraum der Existenz des Verfassungsschutzes nachweisen? Also dass sie strukturelle Bedeutung haben? Ja, das würde ich so auf jeden Fall sagen. Also, dass die Berichterstattung über den VS korreliert hoch einfach mit den öffentlich gewordenen Skandalen, und eine Skandaldiskussion zieht in nahezu fast jedem Fall irgendwie eine Art Reformdiskussion nach sich, die in etwa korreliert mit dem Ausmaß der Berichterstattung über den Skandal selbst. Also, wie gesagt, die Korrelation da ist ja sehr hoch gewesen, und entsprechend, vielleicht könnte man das dann so... Weil was ich interessant finde, wäre jetzt diese beiden Faktoren beispielsweise anzuschauen, qualitativ, inwieweit das eben Autorisierungsfiguren sind, die im Diskurs also eine bestimmte Wirkung entfalten, immer wieder und eben strukturell da auftauchen. Genau, also die Wirkung ist natürlich dann über solche Verfahren wieder eigentlich nicht mehr messbar. So, ne? Irgendwie, also das geht ja auch in die Frage irgendwie in die Richtung mit, was hat es an Gesetzesverschärfung oder Verordnung oder sowas dann im Zuge solcher Debatten gegeben. Daran, also da kommt man dann kaum noch ran über so ein Verfahren, muss man andere Datenquellen rannehmen oder halt in einer qualitativen Analyse, die eben ganz andere Daten sich noch anguckt, weiter forschen. Als junger Vater weiß ich bei der Erziehung, konsequent inkonsequent zu sein. Also nach der letzten Frage lasse ich noch eine letzte Frage. Ja, tut mir leid, mir ist noch was eingefallen. Und zwar in deinem Titel hattest du, glaube ich, auch Abschaffung stehen. Hattest du dahingehend noch irgendwelche Untersuchungen gemacht, inwiefern der Begriff Abschaffung in irgendeiner Form in diesen Reformdebatten eine Rolle gespielt hat? Ja, hatte ich ursprünglich vorgehabt, so hat aber... Also im ersten Eindruck nicht ganz funktioniert. Also sozusagen diese Abschaffungsforderung findet sich zumindest sozusagen in den ersten losen Zugängen, die ich da versucht habe, irgendwie nicht so häufig oder nicht so prominent, dass ich erstmal sozusagen das jetzt ausgespart habe. Aber ja, müsste ich eigentlich nochmal nachgucken. Aber ich glaube fast diese Abschaffungsforderung, das ist ja tatsächlich auch das Dilemma irgendwie, was wir ja heutzutage beobachten. Trotz dieses eklatanten Versagens dieser Dienste scheint das eine alles andere als mehrheitsfähige Position zu sein im Moment. Und das ist, glaube ich, auch in den anderen Jahrzehnten kaum anders gewesen. Dann nochmal vielen Dank, Gregor Wiedemann.